Alle Symbole, die eindeutig dem Üblen zuzurechnen sind, darf ein Muslim nicht tragen. Heißt das gar keine Symbole? Nein. Jetzt zum Beispiel, das Symbol ist ein Stift. Kein Problem. Das Symbol ist zum Beispiel ein Glas. Kein Problem. Wir reden über Symbole, die verboten sind. Diese darf man nicht tragen. Anbei sage ich auch, diese Wellensteinjacke, liebe Geschwister, da ist ein Kreuz drauf. Das unterlässt man. Abul Bara, ich liebe die Jacke. Okay, dann nimm das Kreuz ab und Alhamdulillah, trag sie weiter. Trägst du es wegen dem Kreuz? Ja, ne, macht das Kreuz dich jetzt warm? Oder was ist los? Deswegen sollte man darauf achten, wallahu ta'ala ala wa a'lam.